Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Sigma 24 bis 70 mm F2,8 DG DN Art Objektiv für Sony E-Objektivbajonett. Wenn du noch unentschlossen bist, ob dieses Objektiv für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Objektiv werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. Mit einem sehr hochwertigen Objektiv kann man seine Chancen auf den entscheidenden Schnappschuss durchaus erhöhen. Was man als Fotograf aber natürlich niemals vergessen sollte, ist, das Motiv steht selbstverständlich immer im Vordergrund. Was meine ich damit? Mit einem hochwertigen Objektiv kannst du deine Chancen auf einen sehr guten Schnappschuss erhöhen. Das heißt aber nicht, dass du automatisch die perfekten Bilder machst, ja? Du brauchst immer noch das fotografische Können und das sollte man in meinen Augen nie vergessen. Sowas kannst du als ein gutes Hilfsmittel, als eine Unterstützung ansehen, ja? Aber ein Objektiv alleine, ja, reicht halt nicht aus. Du brauchst auch noch fotografisches Können. Was die Ausstattung von diesem Objektiv anbetrifft, bin ich der Ansicht, dass sich das durchaus sehen lassen kann. Ich finde, dass dir hier einiges geboten wird. Fotografie ist sowieso ein Hobby, Schrägstrich ein Beruf, bei dem Leute gerne etwas mehr Geld für ihr Zubehör ausgeben. Wenn ich das mit anderen Hobbys vergleiche, komme ich häufig zu dem Ergebnis, dass Fotografen gerne viel Geld für ihr Zubehör ausgeben, ja? Und so ein Objektiv hier, ja? Ob das jetzt günstig ist, ob das wenig Geld ist oder viel Geld ist, das ist eine Ansichtssache, ja? Der eine wird sagen, das ist ein Schnäppchen, der andere sagt vielleicht, da muss ich ein bisschen drauf sparen, ja? Das ist immer ein sehr individueller Aspekt. In Relation zu den Eigenschaften bin ich der Ansicht, dass ich das als ein faires Angebot sehen lassen kann. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften auch noch genauer anschauen. Lichtstarkes Art-Zoom-Objektiv, das speziell für spiegellose Kameras neu entwickelt wurde. Hohe Auflösung über den gesamten Brennweitenbereich. Kompatibel mit den neuesten spiegellosen Vollformatkameras. Super Multilayer Vergütung und Nano Porous Coating. Naheinstellung von 18 bis 38 cm. Diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir natürlich selbst nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Ich bin der Ansicht, dass es sich hierbei um ein faires Angebot für ein sehr hochwertiges Objektiv handelt. Ob es für dich das richtige Objektiv ist, das musst du selbst entscheiden, ja? Da muss einfach jeder Fotograf selbst überlegen, welches Zubehör brauche ich, ja, und was vielleicht nicht. Und genau, in Relation zu der Ausstattung bin ich der Ansicht, dass es ein fairer Preis ist. Das ist aber auch eine Einschätzungssache, ja? Mach dir auf jeden Fall noch dein eigenes Bild zu diesem Objektiv. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe sehr, dass ich dir mit meinem Video weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuhören, alles Gute und viel Erfolg für deinen nächsten Schnappschuss.